Bupurum, bupurum, heute gibt es leckeren Kürbis. Hallo und herzlich willkommen bei Janas Hot Kitchen. Ja, unser durchwachsener Sommer neigt sich ja langsam dem Ende zu. Vielleicht bekommen wir noch mal ein, zwei schöne Tage. Ich bereite mich auf jeden Fall schon mal auf die Herbstzeit vor. Und was darf da nicht fehlen? Natürlich, wir kochen mit einem Kürbis. Wir machen heute einen leckeren, gefüllten Ofenkürbis. Könnt ihr ganz einfach mit der Gabel dann auslöffeln, sehen wir aber später. Ich habe ja schon mal ein Kürbisgericht reingestellt, ich meine sogar vor einem Jahr Kürbispasta, verlinke ich euch mal hier oben, auch total lecker. Heute haben wir ein bisschen Fleisch mit dabei, ich würde vorschlagen, legen wir doch mal los. Wir kümmern uns erstmal hier um den Kürbis. Das Gute ist an dem Hokkaido-Kürbis, wir müssen den nicht schälen, ihr könnt die Schale hier auch mitessen. Den will ich jetzt erstmal halbieren und dann löffeln wir die Kerne heraus. So, gleich habe ich ihn. So. Wenn man noch nichts gegessen hat, ne? Kein Knüffel in den Arm. So, jetzt hier die Kerne rausholen mit einem Löffel. Oh, so, sag mal. Die sollen möglichst stehen und so stehen bleiben. Bei dem läuft das schon ganz gut. Und hier müssen wir dann hier vorne noch ein bisschen was wegschneiden, damit da die Kürbishälfte auch stehen bleibt. Mal gucken. Gut. So. Und jetzt bepinsel ich die Kürbishälfte mit etwas Öl. So, ein bisschen verteilen mit dem Pinsel. Dann lege ich jetzt die Hälften auf ein Backblech mit Backpapier und gar die schon mal im Backofen vor für eine halbe Stunde bei 170 Grad. Und dann machen wir gleich mit der Füllung weiter. So, bin ich wieder. Bisschen aufräumen. Hier habe ich 400 Gramm Rinderhackfleisch. Brate ich in etwas Öl an. Dann schnibbeln wir zusammen jetzt das Gemüse. Kommt einmal weg. Hier habe ich eine Karotte und eine Spitzpaprika. Ihr könnt auch eine andere Paprika nehmen. Eigentlich könnt ihr das Gemüse wählen, was ihr mögt. Oder vielleicht als Resteverwertung eignet sich hier das Rezept super. Vielleicht auch ein paar Tomaten. Aber jetzt schneide ich jetzt mal die Karotte und die Spitzpaprika in kleine Stücke. Das reicht noch nicht. Dann habe ich hier eine halbe Orange. Schneide ich ebenfalls in kleine Stücke. Oh, oh, oh.
Zu dem Hackfleisch gebe ich etwas Paprikapulver, Pfeffer und Salz. Und jetzt kann auch die Karotte und die Paprika hinzu. So. Das lasse ich jetzt hier für 2 Minuten weiter köcheln und dann nehme ich die Pfanne auch von der Herdplatte und lasse die Füllung schon mal, kann in der Zeit auskühlen, bis der Kürbis dann fertig ist. Das mache ich mal weiter mit der Füllung. Hier habe ich 160 Gramm Kidneybohnen. Die hebe ich hier einfach nur so mit unter. Dann das Orangenfleisch für die fruchtige, säuerliche Note. Dann habe ich hier noch etwas Petersilie. Die hacke ich mal eben noch mal schnell. So. Dann sind das 100 Gramm Cheddar-Käse gerieben. Etwas lasse ich noch über. Brauchen wir gleich noch. So, das reicht schon mal. Menge ich jetzt alles. Schön kunterbunt. Dann fülle ich jetzt die Füllung in die Kürbishälften. So, schnasche ich gleich auf. Hier habe ich 200 Milliliter Brühe. Gieße ich ein bisschen über die Füllung. So. Und dann restlichen Cheddar drüber verteilen. Und jetzt geht es noch mal so für 15 bis 20 Minuten in den Backofen, dass das alles schön durchzieht, der Käse verläuft. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und fertig ist der gefüllte Kürbis. Schaut euch das mal an. Ich finde, optisch sieht das ja schon wieder echt lecker und toll aus. Und wisst ihr was, ich brauche das glaube ich gar nicht hier, den gefüllten Kürbis auf den Teller anrichten. Ich nehme jetzt einfach nur eine Gabel und gabel mir das dann hier raus. Schaut mal, auch der Kürbis schön weich. Guck mal, wie sich die Füllung löst. Oh. Ich finde, das ist auch partytauglich, ne? Schmeckt das genial. Richtig, der Kürbis ist richtig schön cremig durchgezogen hier mit der Füllung, mit dem Käse und oh. Und schnell gemacht. Also ich finde ein richtig geniales Rezept. Als Beilage vielleicht noch, wem das hier nicht reicht, könnt ihr vielleicht noch Reis dazu reichen oder Kartoffeln. Aber mit den Kidneybohnen und so und der Kürbis an sich, ich finde, das reicht so aus. Hier habt ihr so eine Kürbisbowl. Ein richtig tolles Rezept. Euch allen viel Spaß beim Nachkochen. Bleibt bitte alle gesund. Hier ist jetzt die Einkaufsliste. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.